Nase ziert mein Gesicht. Und wie ich an eine Frau wie dich komm, weiß ich nicht. Zwischen Himmel und Jauchzen und zu Tode betrübt, hab ich dich oft genervt, selten Rücksicht geübt. Doch das ist mir ernst, ich war und bin und bleib in dich verliebt. Ich zeig dir nochmal meinen alten Trick. Ich sitze am Klavier mit Hundeblick und du weißt, was das heißt. Hör gut zu, du bist mein Glück. Und ich sing dir meine Lieder und ich nehm keins davon zurück. Ich lieb dich immer mehr. Hör gut zu, du bist mein Glück. Nicht immer, aber immer wieder bin ich total durch dich verzückt. Du bist mein echtes, pures Glück. Ich kann ein Nasenloch zumachen, ohne hinzulangen. Moment. Ich kann ein Auge zuknacken, ohne dass das andere klappt. Ich kann mir sogar noch die Nase brechen. Das sind meine Kunststücke. Doch du kriegst es hin. Du findest einen Weg, unseren eigenen Weg, weil ich bei dir bin. Du kannst mir nie sehr lange böse sein, mir fällt immer noch mal. Das wird mir heute interessieren. Wenn ich Schlumpen habe, wird das nicht gefilmt, sonst schmeiß ich dir einen kleinen Stein in deine Kamera. Du bist mein Glück und ich sing dir meine Lieder und ich nehm keins davon zurück. Ich lieb dich immer. Mein pures Glück zwischen Supermarktregalen kriecht ein junger Mann und sucht verwirrt nach seinem Glück. Er sieht sie und er sagt nichts und er schreit nicht, nein, er singt. Hilfsglöckner im Bamberger Dom verkleidete sich gern als buckliger Gnom. Ja, er liebte das Schauspiel, Musik. Es war sein Ziel, an die Oper zu gehen als Phantom. Das Baby Nils Hendrik aus Bamberg kämpft sich durch sein mühsames Tagwerk. Mal schlafen, mal schreien, mal pupsen, mal speien. Als Belohnung gibt's abends einen Fruchtzwerg. Hallo Nicola, hallo Heidi. Hallo. Und bist du zum ersten Mal auf dem Puppenzelt? Ja. Zum ersten Mal, wer hat dich überredet? Die Nicola und die Heidi. Die Nicola und die Heidi. Ja, das sind Freundinnen, das ist klasse. Das macht weiter so. Nächstes Mal noch mehr Freundinnen mitbringen. Also, dann überreiche ich dir jetzt hier unsere Live-CD, da ist das Programm ungefähr. Ja, vielen Dank. Drauf. Und ich wünsche einfach nur viel Spaß und wenn du willst, kannst du mich beim ersten Konzert gleich mal drücken. Das Highlight war eigentlich jetzt der Schluss, weil das Ende fand ich super gemacht. Und die Zugabe, die ist erst richtig losgegangen dann. Also ich finde, die Texte haben sehr viel Inhalt und das finde ich in der heutigen Zeit nicht immer so, dass das der Standard ist. Also fand ich, vom Inhalt her fand ich es sehr gut. Kommt wahrscheinlich auch mit dem Alter wegen, dass man dann wegen sinnlichere Texte hat. Die sind halt irgendwie so natürlich geblieben auch, finde ich. Nicht so übertrieben und hat auch keine Skandale irgendwo auch mitgekriegt. Fand ich gut. Und ich finde
finde es auch sehr gut, dass so viele noch so lange dabei sind, also die ganzen 30 Jahre. Dass sie keine Star-Allüren haben, sondern eben auf die Fans zugehen und auch mit den Leuten quasi Spaß haben und nicht nur quasi ihr eigenes Ding durchziehen auf der Bühne und dann wieder verschwinden, das hat man ja heute Abend gesehen. Die Texte, die ich sage. Die Texte, die ich sage. Die ist so ganz in Ordnung. Wo wir keinen Sinn haben gegenüber anderen deutschen Bands. Das Highlight war eigentlich die neue Musik, also akustisch. Das war eigentlich das ganze Konzert. Das hat mir sehr gefallen. Ja, und ich bin immer wieder, also einfach besser sind als andere Bands. Ist einfach so. Die Nähe zum Publikum. Die sinnlichen Texte. Die deutschsprachigen Texte. Wir machen es einfach. Man versteht es und es ist gut. Texte finde ich klasse. Ja, sehr poetisch. Und es war ganz, wie soll ich sagen, so ein angenehmer Abend. Wie im Wohnzimmer, so wie gesagt. Also ich fand es cool, dass er Leute auf die Bühne geholt hat und dass es wegen kleiner Kalten war. Und als wir dann am Schluss vordurften, das fand ich auch gut. Ja, keine Ahnung. Also ich war halt mit meinem Vater mal auf einem Konzert und seitdem gehe ich jetzt eigentlich auch öfter. Ja, sie ist halt der große Kuffel. Wir sind einfach damit alt geworden. Man wird wieder jung. Ja. Man kann einmal 2 Stunden auftauchen, ist du dann richtig saugut. Dass es sie schon ewig lang gibt. Sie sind irgendwie natürlich. Beständig. Gesundheitliche Aspekte vom Hartmut Engler mir. Also mir fällt eigentlich die Musik, was sie machen und alles. Diese Auftreten ist klasse. Also ich finde Ruhe einfach geil. Sänger halt, ne? Die Natürlichkeit, ne? Die Natürlichkeit, wie er mit dem Publikum umgeht, wie er sie gibt, das ist eigentlich, ja. Die Texte sind auch super. Ja, vom Text her, ne? Ja.